Aus dem Heilevangelium nach Markus. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus und fragten: Darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Er antwortete ihnen: Was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten: Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnete ihnen: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Und er antwortete ihnen: Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Sex und Zärtlichkeit, liebe Schwestern und Brüder, haben es relativ schwer in unserer Kirche. Es bestehen ganz viele Vorurteile in Bezug auf unsere katholische Sexualmoral. Sie wird eher als lebensfremd, ja sogar als eine Verbotsmoral angesehen. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sprechen der Kirche jegliche Kompetenz ab, in Sachen Sexualität irgendwelche Hilfestellungen anzubieten, damit Beziehungen auch gelingen können. Es scheint, als hätte sich ein großer Abstand zwischen dem Kirchenverständnis und dem praktischen Leben entwickelt. Selbst manche Bischöfe in Deutschland haben den Eindruck gewonnen, dass die Kirche den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren droht. Und um diesen Anschluss wieder zu bekommen, aber vor allem durch die MHG-Studie zum Missbrauch in der Kirche angestoßen, haben die deutschen Bischöfe einen Dialog zur Zukunft der Kirche, den sogenannten Synodalen Weg, ins Leben gerufen. Und hierbei gibt es dann auch ein Forum zur Sexualmoral. Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft. Und der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, stellte dazu fest, dass die Kirche oft nicht sprachfähig sei in den Fragen zur heutigen Sexualverhalten. Das kann wahrscheinlich auch daran liegen, dass eben diese katholische Sexualmoral ganz geschichtlich auch gewachsen ist. Über Jahrhunderte hinaus wuchs ein Geflecht von Philosophie, Theologie und lehramtlichen Äußerungen heran. Und erschwerend kam auch hinzu, dass die antiken Stoiker, der Apostel Paulus, Kirchenvater Augustinus oder auch der mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin mit Sexualität in erster Linie nur negative Aspekte verbanden, nämlich wie Kontrollverlust und Ausschweifen. In den 1960er Jahren rückte durch die sexuelle Revolution die Selbstverwirklichung des Einzelnen dann immer mehr in den Mittelpunkt und seither herrscht, wie ich finde, eine etwas Unübersichtlichkeit auf diesem Feld. Selbst das Zweite Vatikanische Konzil brachte 1965 anscheinend kein Licht in die Diskussion. Zwar gab es im 20. Jahrhundert noch intensive und heftige Diskussionen und Auseinandersetzungen zwischen dem amtskirchlichen Standpunkt und dem der Gläubigen, so kehrte doch in den darauffolgenden Jahren eine relative Ruhe ein. Es scheint, als habe man sich jetzt mit der Diskrepanz zwischen der Lehre der Kirche und den persönlichen moralischen Überzeugungen einfach abgefunden. Dies hat sich allerdings schlagartig verändert, als die Missbrauchsfälle durch Priester und Ordensleute bekannt wurden. Diese Vorfälle scheinen nun auch noch zusätzlich ein schiefes Licht auf den Umgang der Kirche mit der Sexualität zu werfen. Die Gesellschaft hat empört und auch verstört darauf reagiert und die kirchliche Sexualmoral ist öffentlich unter Beschuss geraten. Dies liegt nun auch daran, weil die Kirche ja bislang mit dem Anspruch aufgetreten ist, in diesem Bereich einen der gesellschaftlichen Praxis überlegenen Ethos zu besitzen.
Es ist also kein Wunder, dass dadurch nicht nur das Image der Kirche sehr stark gelitten hat und immer noch leidet, sondern dass der hohe Selbstanspruch der Kirche in diesem Bereich in Misskredit geraten ist. Der Vertrauensverlust in die Kirche hat selbst die innersten Kreise der Gläubigen erfasst, ja regelrecht erschüttert. Und als Kirche kommen wir nicht drum herum, uns mit dieser Frage nach den Ursachen intensivst zu beschäftigen, die dazu führen konnten, dass sexueller Missbrauch in einem solchen Ausmaß stattfinden konnte und fast ja systematisch vertuscht werden konnte. Die Experten allerdings betonen dabei, dass zwischen Zölibat und Pädophilie kein ursächlicher Zusammenhang besteht. Die Ursache ist nicht die zölibatäre Lebensform an sich, sondern ist vielmehr auf der Ebene psychosexuellen Unreife eines zölibatär Lebenden zu suchen und dessen Umgang damit. Auch ist die ganzheitliche Reife, also die psychische und die sexuelle, in der Priesterausbildung vernachlässigt worden. Leider ist auch festzustellen, dass in der öffentlichen wie auch zum Teil in der innerkirchlichen Wahrnehmung, bei diesem ganzen Themenkomplex nicht mehr differenziert wird. Selbst innerkirchlich wird der Lebensform der Ehelosigkeit und des Himmelreiches willen kein Verständnis mehr entgegengebracht. Vielmehr ist es immer mehr mit dem Vorurteil behaftet, Mann und Frau habe ja ein Problem mit im sexuellen Bereich, bis hin zur Unterstellung, Enttäuschungen auf der Beziehungsebene und im Sexualleben erlitten zu haben und deshalb die Ehelosigkeit gewählt. Hinzu kommt auch, dass die Aussagen des Lehramtes über Sexualmoral meist in den Medien sehr verkürzt, selektiv, plakativ negativ und lebensfremd dargestellt werden, was die allgemeine negative Wahrnehmung natürlich auch dann noch unterstützt. Meistens wird das, was die Kirche zur Sexualität zu sagen hat, irrtümlicherweise auf das Pillen- und Kondomverbot reduziert. Und so kommt dann auch schnell der Eindruck auf, dies alles habe mit der Lebenswirklichkeit der Menschen nichts mehr zu tun. Und in diesem ganzen Strudel werden dann die vielen positiven und tiefliegenden Aussagen der Kirche zur Deutung der Sexualität und zur Gestaltung von Beziehungen kaum noch wahrgenommen. Stattdessen haften immer noch in den Köpfen von Jung und Alt eine Leibesfeindlichkeit und eine Sexualfeindlichkeit. Dies hängt wahrscheinlich mit dem Dreierschritt zusammen, der traditionellen Sexualmoral, der ebenfalls tief in den Köpfen verankert ist. Und diese besteht, zur kurzen Erholung nochmal, Sexualität innerhalb der Ehe, Offenheit zur Zeugung von Kindern, Treue. Dieser Dreierschritt kann also dann erfolgen, weil die Ehe als Sakrament Bestandteil der Schöpfungsordnung ist. Die Ehepartner erklären sich bei der Eheschließung bereit, in ihrer Ehe Gottes Treue zu seinem Volk sichtbar zu machen. Gleichzeitig ist die Ehe dann auch ein Abbild des unauflöslichen Bundes zwischen Christus und seiner Kirche. Und durch das gegenseitige Spenden des Ehesakramentes bestätigen jetzt die beiden Eheleute diesen Bund Gottes mit sich und an sich, aber dem nicht genug. Sie bestätigen sogar noch gleichzeitig den Bund Gottes mit der ganzen Kirche. Sie erklären zudem auch öffentlich, den Glauben an ihre Kinder weiterzugeben. Und auf diesem tiefgreifenden theologischen Verständnis von Ehe beruht nun die Vorstellung, dass Sexualität einen ihren einzigen legitimen Ort innerhalb der Ehe hat, weil es eben eine gottgestiftete Verbindung ist. Und deshalb wird gerade in dieser Liebesbeziehung das von Jesus Christus verheißene Leben in Fülle spürbar und sichtbar. Dadurch wird es auch zu einer Selbstverständlichkeit, dass der Geschlechtsakt auf Zeugung von Nachkommen ausgerichtet ist, da sich hierin die ganze persönliche Hingabe der beiden Partner zueinander offenbart. Nach der Naturrechtstradition ist sie sogar die logische und naturgemäße Folge von Sexualität. Das aber wiederum hat zur Folge, dass die Sexualität im Laufe der Zeit eine sehr große Schuldenlast übergestülpt wurde
Sie wurde zu einem objektiv beobachten Einzelakt reduziert und gleichzeitig völlig aus der ganzen pastoralen Beziehung herausgelöst. Dies endet in einer Überbewertung der Sexualmoral in der Neuscholastik, die dann auch jede Möglichkeit der sexuellen Handlungen detailliert zu beschreiben und zu erfassen versucht. Weil diese Art der Bewertung so übertrieben wurde, entstand der Vorwurf, die Kirche würde die Sexualität verteufeln, ja mehr noch, das Christentum würde eine gelingende Intimität und Freude an der Liebe behindern und sogar zerstören. Leider gab es solche Tendenzen in der Geschichte der Kirche und gibt sie heute immer noch. Was häufig aber übersehen wird, ist das positive Verständnis des christlichen Glaubens zur Sexualität. Dieser lässt sich an biblischen Texten durchaus belegen. Und die Bibel sind keine menschlichen Erfahrungen fremd, auch nicht im Bereich der Sexualität. Und es lässt sogar staunen, wie optimistisch und wie unbefangen die Bibel damit umgeht und Sexualität und Liebe als Sprache der Intimität auch verwendet. Sie benennt deren schönen Seiten und bejaht sie. Und sie kennt auch die dunklen Seiten und springt sie zur Sprache und verurteilt sie. So besingt sie das Glück des frisch verliebten Mannes im Hohelied der Liebe, in der Lesung konnten wir gerade davon hören, und ordnet im Deuteronomium an, dass der Neuvermählte ein Jahr lang vom Wehrdienst befreit werde, damit er seine Frau erfreuen kann. Im Buch der Sprüche ist der Gatte trunken von den Liebkosungen seiner Gattin und es wird auch berichtet, wie er sich an ihrer Liebe sozusagen berauscht. Das Buch Genesis berichtet aber auch von inzestösen Beziehungen und davon, wie eine Frau als Dirne verkleidet ihren Schwiegervater verführt. Das Alte Testament weiß aber auch, dass Ehebruch Familien zerstören kann. Und es kennt das Leid von Frauen, deren aufblühendes Leben durch sexuelle Gewalt erstickt wird und die dann einsam an ihrem Schicksal zerbrechen. Selbst vor der Schilderung schlimmster Sexualstraftaten wie einer mehrfachen Vergewaltigung mit Todesfolge der geschändeten Frau schreckt das Buch der Richter nicht zurück. Im Neuen Testament geht es nicht ganz so turbulent zu. Hier fällt der Blick zunächst mal auf Jesus. Er lebt in der Ehelosigkeit und kommt seiner Verpflichtung, als männlicher Jude nicht nachkommen zu sollen. Zwar wurde in der Auslegungsgeschichte immer wieder versucht, Jesus ein Verhältnis mit Maria Magdalena nachzuweisen, was bisher aber nicht gelang, weil die entsprechenden Indizien fehlen. Für Jesus stand aber das anbrechende Gottesreich im Mittelpunkt und es war für ihn so dringlich, dass er alles darauf konzentrierte und die familiären Bande als zweitrangig ansah, sowohl zu den Eltern als auch zu Frau und Kindern, wie uns das Lukas-Evangelium berichtet. Nicht nur seine ehelose Lebensform war für seine Zeitgenossen anstößig, sondern auch sein Umgang mit den Frauen. Wie von Jesus ja schon in anderen Zusammenhängen bekannt und gewohnt, setzt er sich ja einfach über soziale und religiöse Konventionen hinweg. Und so suchte er einfach das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, also einer Ausländerin und Ehebrecherin. Und er hat auch keine Berührungsängste mit Prostitution oder mit kranken oder kultisch unreinen Frauen. Nein, ganz im Gegenteil, er stärkt sogar auch das Recht der Witwe. Jesus sprach gut von Frauen und stellt sie in Gleichnissen sogar als Vorbilder hin. Fromme und selbstgerechten Männern provoziert er, indem er Dirnen mehr Glauben als ihnen zusprach. Und dann, im Unterschied zu seinen Zeitgenossen, hat Jesus auch noch Frauen in seinen Gefolge. Eine anrüchige Sache damals. Kurzum können wir aber feststellen, dass Jesus sich in einer von Männern dominierten Mentalität seiner Zeit deutlich abhebt. Durch sein Verhalten Frauen gegenüber will er deutlich machen, dass die Frau in ihrer Integrität als Mensch anzuerkennen und nicht als Besitz oder Objekt anzuschauen ist.
Und interessanterweise bezieht sich Jesus zur Legitimation der Ehe nicht auf das Fruchtbarkeitsgebot aus Genesis, sondern auf die gottgewollte Ebenbürtigkeit von Mann und Frau, also nach seinem Willen schuf es. So wertet er die Qualität der Beziehung zu einer Frau auf, weil die jetzt durch die Regung des Herzens und der Gesinnung bestimmt wird und nicht mehr durch ein Gesetz geregelt. Das bedeutet, dass die eheliche Bindung von herzlicher Liebe getragen sein soll, also den gesamten Menschen umfasst. Denn das Herz steht ja in der Bibel immer für den ganzen Menschen, für sein Denken, sein Handeln, sein Fühlen. So kann auch die strikte Ablehnung und Verurteilung der Ehescheidung und des Ehebruchs im Denken Jesu ja besser verstanden werden. Es bedeutet die Stärkung der Position der Frau. Dies wird zum Beispiel auch in der konkreten Begegnung mit der Ehebrecherin im Johannesevangelium deutlich. Jesus verurteilt sie nicht, sondern verweist sie anregend darauf, dass eben menschliches Leben nicht ohne Sünde ablaufen kann. Daran wird also ganz deutlich, dass der Mensch nirgends so verletzlicher ist als in seiner Liebesbeziehung. Und so braucht die Liebesbeziehung ein gegenseitiges Vertrauen und eine verantwortungsvolle Gestaltung, eben auch der Sexualität. Denn Liebe und Sexualität finden nicht einfach so von selbst zueinander. Es ist vielmehr ein Prozess des Vertrauens, der Achtung und der Ehrfurcht voreinander. Dies tut die Bibel dann immer mit dem Verb erkennen aus. Hier ist nicht nur der Geschlechtsakt gemeint, sondern der personale Akt, die Partnerin bzw. den Partner zu entdecken, ihn kennenzulernen, ihn anzuerkennen und das auch im Liebesspiel. Die Liebe wird nur zur Sorge für den anderen und für den anderen, weil man ja das Gute für den anderen will. Eine solche ehrliche Sorge um den Geliebten macht für diesen verantwortlich. Es macht auch verantwortlich, weil die beiden Partner sich kennen, sich gegenseitig durchschauen, sich sozusagen in- und auswendig kennen und somit eben auch ihre Verwundbarkeit. Und zu wissen, wo und wie jemand verletzlich ist, das verleiht ungeahnte Macht. Und hier liegt dann auch die Anfälligkeit für Gewalt und Missbrauch. Aus biblischer Sicht mündet diese Verantwortung nicht in einem engen Normenkorsett, sondern gründet auf dem Schutz der Intimität der partnerschaftlichen Liebe. Und gleichzeitig ist die Sexualität vor einem möglichen Missbrauch durch eine sittliche Verantwortung und Nominierung zu schützen. Und das war auch das Anliegen der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil von 1965. Mit seiner theologisch-ethischen Reflexion wurde eine wesentliche Akzentverschiebung zugunsten einer positiven Sexualmoral vorgenommen. Die Konzilsväter haben hier die Ehezwecklehre überwunden, wonach Zeugung und Erziehung von Kindern der erste Zweck der Ehe sind und somit die Geschlechtsgemeinschaft auch legitimiert. Das Neue ist jetzt, dass die Ehe ein personales Geschehen zwischen Mann und Frau definiert wird, das eben die gegenseitige Liebe voraussetzt. Es ist also ein freier Bund von Liebe und von Treue, die dann in der Bereitschaft der Zeugung von Kindern als schöpferischer Akt und als Krönung ihrer Liebe einmündet. Das Konzil begründet seine Lehre mit dem biblischen Rückgriff auf Genesis 2. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und die Sexualität wird in ihrer Personaldimension anerkannt und ist sogar noch Ausdruck der personalen Liebe, sie zu gestalten und zu pflegen. Und für das Konzil steht aber dennoch außer Frage, dass die Rahmenbedingungen einer auf Dauer und Treue angelegten Liebesbeziehung nur im Sakrament der Ehe gegeben sind. Somit ist ihr dann auch die Geschlechtsgemeinschaft vorbehalten. Das Konzil stellt jedoch das Ideal einer Liebesheirat fest und geht somit auch auf das gesellschaftliche Ideal in der Gesellschaft der Liebesheirat. Dies hat sich erst im 18. Jahrhundert entwickelt. Vorher gab es die Ehe nur als Vertragsgemeinschaft.
Das Konzil will also einen lebensorientierten Beitrag leisten, um ein Leben in Liebe anbieten zu können und hat gleichzeitig den Umgang mit der Sexualität wieder auf die biblische Ausrichtung zurückgeführt, der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt. Daran knüpft jetzt auch Papst Franziskus in seinem nachsynodalen apostolischen Schreiben Amoris Laetitia aus dem Jahr 2016 an. Er stellt heraus, dass es besonders bei unserer Thematik einen sehr genauen und aufmerksamen, aber vor allem einen liebevollen Blick auf den Einzelfall braucht. Dabei spricht der Papst sensibel und feinfühlig von der Liebe und ja, auch von der erotischen. Und doch weist der Papst Franziskus auch um das schwere Erbe, das die katholische Kirche in Sachen Sexualität mit sich herumschleppt. Er blendet es nicht aus, sondern spricht es an und mahnt dabei, die erotische Dimension der Liebe nicht als ein geduldetes Übel oder eine Last zu verstehen, sondern vielmehr als ein Geschenk Gottes. Das gesamte Schreiben führt endlich, so meine ich, die Sexualität in der Kirche weiter und setzt das Zweite Vatikanische Konzil um. Schließlich soll es doch bei allen Überlegungen darum gehen, wie die Kirche den vielfältigen Problemen und Herausforderungen in diesem Umgang mit Sexualität eine Hilfe und eine Orientierung sein kann. Es geht nicht darum, Menschen in ihrem selbst zu verantwortlichen Verhalten einzuengen, sondern ihnen Einsichten in die tieferen Sinngehalten von Normen zu vermitteln. Damit sie eben diese Sinneinsichten selbstverantwortlich auch sich aneignen können. Eine weitere Aufgabe der Kirche muss es eben sein, Menschen in ihrer psychosexuellen Entwicklung zu fördern und zu unterstützen, damit sie in der Lage sind, gut mit ihrer eigenen Sexualität umzugehen und die Fähigkeit zu einer verbindlichen, guten und respektvollen Beziehungen erlangen zu können. Dabei muss auch erreicht werden, jene Lebensformen, die den Normen der kirchlichen Moral nicht auf den ersten Blick entsprechen, nicht als sündhaft oder defizitär anzusehen, sondern ihnen wertschätzend entgegenzugehen. Vor allem dann, wenn in diesen Beziehungen die Werte und die Qualität einer personalen Beziehung wie Liebe, Treue, Dauer, gegenseitiger Bestand, Wohl des Partners gelebt werden. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann ist die Frage, wie die Verwirklichung dieser Werte gefördert werden kann. Und dazu bedarf es im Dialog mit den Humanwissenschaften und den Sexualwissenschaften, um dem Menschen eben helfen zu können, diese Lebensaufgabe seiner Identitätsfindung meistern zu können. Hierbei muss die Sexualethik und Beziehungsethik den Schnittpunkt von Natur, Kultur, Glaube, Biografie und sittlicher Selbstbestimmung in den Blick nehmen und daraus entsprechende Überlegungen anbieten. Die Kirche soll sich auch als Anwältin gegenüber Banalisierung und Ausbeutung von Sexualität verstehen und gegen eine Überforderung schützen. Dabei können die reichhaltigen Buchtraditionen eben helfen, auf die können wir zurückgreifen, ich habe sie ja gerade angerissen, um eben Sexualität auch als etwas Schönes und als etwas Wertvolles verstehen zu können. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Kirche ihre Kompetenz hier nicht aufgibt, sondern eben ausbaut und verbessert. Und ich denke, es ist klar geworden, dass die Bibel um die Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern weiß. Sie deutet diese Anziehung als Kraft der Liebe, die zur Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen gehört. Und dabei beschränkt sie sich nicht auf den Moment der sexuellen Vereinigung, sondern sieht eine Lebensgemeinschaft, die den Einzelnen eben der Einsamkeit entreißt. Es geht um eine Vereinigung von zwei Menschen in Liebe, die eine Liebesgemeinschaft begründen wollen, sollen und können. So haben wir als Kirche die Aufgabe, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihm zu zeigen, dass Liebe eine Freude ist. Und es gilt, dieser Liebe in und mit Verantwortung zu vertrauen.